Guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen bei timetodo.ch. Wir haben eine wilde Zeit hinter uns. Der Astrologe hat es uns gesagt, der Januar war richtig hektisch. Viele, viele hektische Dinge sind auch bei mir aufgeschlagen und wir sehen, es gibt immer wieder Lösungen. Wenn ich von Lösungen spreche, liebe Zuschauer, dann meine ich auch, was unsere Gesundheit betrifft. Oftmals bekommen wir die Aussage gemacht, dass es da keine Hilfe gibt oder keine Besserung oder dass man noch keine Lösung gefunden hat, irgendeine Krankheit in den Griff zu kriegen. Das ist manchmal so, aber es gibt dann doch andere Wege, Dinge in den Griff zu kriegen, die wir manchmal gar nicht so annehmen wollen, weil wir einfach konditioniert sind von den Dingen, was uns die Eltern erzählt haben, was uns die Lehrer erzählt haben und noch viele andere. Vor langer Zeit schon habe ich die erste Folge gedreht über das Thema Paranormale oder Parachirurgie. Sie erinnern sich, liebe Zuschauer, damals mit der Tatjana Lackmann. Jetzt ging das Ganze weiter, mit der Tatjana schon länger keinen Kontakt mehr gehabt, aber einen Kontakt bekommen zu einer Dame, die diese Ausbildung gemacht hat. Und bisher hatten wir nur sie und ihren Sohn, der uns das vorgestellt hat, aber wir wussten, sie bildet auch aus. Ist das aber in der Ausbildung auch so, dass die anderen das dann auch können? Und heute möchten wir den Beweis führen, dass das erlernt werden kann und dass es hochwirksam ist. Ich freue mich, dass sie die Zeit gefunden hat, zu mir ins Studio zu kommen. Herzlich willkommen, Marianne Wengereck. Vielen Dank. Du hast uns mitgebracht, deine Patientin, ja. Sabine Herold, herzlich willkommen, und deinen Mann, den Norbert Wengereck. Ich habe gerade schon gesagt, du bist der zweite Norbert in 1300 Sendungen. Also so häufig sind wir gar nicht. Ja, wir sind einzigartig, fast. Ja. Sabine, Parachirurgie nennst du diese Art. Wie bist du überhaupt zum Thema gekommen, Praxis zu machen, zu behandeln? Wir kommen ja nachher drauf, du machst noch ein paar Dinge mehr. Ja. Hast du das von Anfang an gemacht und gelernt? Nein, oder absolut wie war dein nicht. Weg? Nein, mein Weg war so, dass ich nach dem Abitur ganz kurz in einem Vierteljahr eine Banklehre gemacht habe und Jura studiert habe. Und ich bin dann in der Wirtschaft geblieben. Ich habe auch innerhalb der Wirtschaft nochmal neu gelernt, eben Webdesigner und Layouter. Wahnsinn. Wir haben Bücher gemacht, für andere Verlage gearbeitet. Aber ich habe seit meinem 23. Lebensjahr auch Yoga gemacht. Bhakti-Yoga okay. und Hatha-Yoga. Ich habe noch Hatha-Yoga bei Yesudian gelernt, der ja schon lange nicht mehr lebt, aber in Zürich. Die Urform und, noch, ne? Ja. Überhaupt in Europa einige Studios hatte, wo er Stunden gegeben hat. Und ich bin zu der Parachirurgie gekommen, über das Dao-Yoga. Und zum Dao-Yoga bin ich gekommen über deine Sendung. Aha, das ist aber schön. Beziehungsweise ein Fan von dir, eine Dame, eine Freundin von mir aus Binningen, die regelmäßig deine Sendung schaut. Dann grüßen wir sie gleich einmal, wenn sie regelmäßig die Sendung schaut. Wenn sie sich freuen. Sie kann heute Abend nicht zuhören, aber sie lässt es extra aufzeichnen. Ja. Sie rief mich an, weil sie wusste, ich mache Hatha-Yoga und mache Bhakti-Yoga seit so vielen Jahren und sagte, du, da ist was über Dao-Yoga. Und dann habe ich sofort eingeschaltet und habe mir das angeschaut und ich war sehr skeptisch. Ich habe dann gegoogelt, ich habe über die Person Frau Lackmann mich dann informiert, so gut ich das auf die Schnelle konnte. Klar, ja. Aber ich war sehr skeptisch. Also ich habe der Sache nicht getraut. Aber irgendwie hat es mich fasziniert und die Berichte waren ja zum Teil die Erfahrungsberichte der Menschen sehr positiv, dass ich dann dachte, gut, ich probiere das einfach aus, man muss dazulernen. Und dann bin ich mit meinem Mann an ein Dao-Yoga-Seminar gegangen. Du hast das auch gemacht? Ja, ja. Ja. Super. Wir sind mit Hund zum Dao-Yoga-Seminar gegangen und die Erfolge, die schon in kurzer Zeit auch bei behinderten Menschen sichtbar wurden, das hat mich total überzeugt und auch bei mir selber. Ich hatte einen Bandscheibenvorfall gehabt vor vielen Jahren, vor 10 Jahren, und es war immer noch ein Rest, weil ich den Kopf nicht so richtig beim Autofahren nach rechts biegen konnte. Und dann nur dieser eine vor mir, auch noch nicht mal eine Stunde Dao-Yoga innerhalb des Seminars und das war weg. Und dann dachte ich, ja, da muss was dran sein und dann habe ich mich zur Ausbildung entschlossen und habe das auch durchgehalten und bin letzten Sommer fertig geworden. Es geht ja eine Weile, ne? Wie viel Sessions sind das? Knappe 2 Jahre sind das. Okay. Knappe 2 Jahre sind 10 Module, die man dann durchläuft. Hat immer wieder in Abständen, vierteljährlichen Abständen Unterricht. Was hattest du in deiner Praxis? Deine Praxis ist wo? Die ist in Vitznau,
Ah, im schönen Fitzenau, direkt genau, am Vierwaldstättersee. Genau, und direkt neben einem sehr schönen Hotel, dem Fitzenauer Hof, der jetzt zwar im Winter geschlossen hat, aber im Sommer wieder öffnet. So Fachwerkbau. Ja, genau, ein wunderschönes Haus, ja, sehr schön. Überhaupt die Lage ist traumhaft, weil Fitzenau ist nach Westen orientiert und allein schon die Sonnenuntergänge dort und die Wetterstimmung sind Nahrung für die Seele. Wir sind sehr dankbar, dass wir dort leben dürfen. Das ist natürlich schön. Ne? Da kommt gleich das andere Umfeld dazu, was natürlich auch Wirkung hat auf den Menschen, wenn er aus dem gewohnten Umfeld raus ist und dann noch so eine wunderbare Gegend. Ja, ist wir waren ganz ja bei dir in der Praxis, liegt auch toll. Leider bei schlechtem Wetter, da habt ihr schönen Sonnenuntergänge. Ja. Aber auf meiner Website sind Originalfotos von der Aussicht bei Sonnenschein. Ja. Und dann nach der Ausbildung? Ich habe schon während der Ausbildung mit Behandlungen begonnen. Mhm. Auch an Mitstudenten behandelt, ganz am Anfang im ersten Ausbildungsmodul. War es für dich schwierig, das zu erlangen? Nein. Aber ich glaube, du hast eine gute Voraussetzung gehabt mit Yoga und mit dem Dau-Yoga. Und mit der Motivation, weil ich habe schon von Kindesbeinen an, also im wahrsten Sinne des Wortes, seit meinem 10. Lebensjahr habe ich in Krankenhäusern und Altenpflegeheimen mitgewirkt. Habe eine sehr soziale Ader, schon manchmal zu sozial. Man muss aufpassen, dass es nicht... Das kann gar nicht sein, zu sozial. Das können wir gar nie sein. Es sollte halt nie an die eigene Substanz gehen. Man muss da aufpassen, wo man die Grenze ziehen will. Aber das hat mir unglaublich Freude gemacht. Ich habe immer unglaubliches Echo gehabt. Aber ich habe mich ganz absichtlich nie in diesen Heilerberuf reinbegeben. Ich weiß nicht warum, ich wusste, die Zeit ist noch nicht da. Mhm. Und natürlich mit dem Yoga, das bringt schon sehr, sehr viel. Es hat auch viele Heileffekte, aber nicht so wie das Dau-Yoga. Also Hatha-Yoga hat eine ganz andere Wirkweise. Es harmonisiert alles, aber es bringt normalerweise nicht diese schnellen Ergebnisse, die das Dau-Yoga bringt. Das ist sehr effizient für die körperliche Heilung. Mhm. Und eben erst eigentlich, als ich diese Ausbildung machte, wusste ich, ja, hier bin ich richtig. Denn man merkt es, während man behandelt, ist es was für mich oder ist es nichts für mich. Mhm. Und ich hatte auch schon vorher in meinem Leben einiges, Tai Chi und Shiatsu und was weiß ich alles erlernt. Gehen wir alle mal so durch. Ja, ne? Das kommt alles auf uns zu. Man nimmt Tai Chi, kenne ich auch, Shiatsu kenne ich auch, ich kenne das im Wasser Shiatsu. Aber hier, das war so richtig, als hätte mich das Schicksal rangeführt, weil ich habe ja nicht gesucht, sondern das Telefon von meiner Freundin kam, schau dir die Sendung an, die Faszination kam und die Begeisterung und das Aha-Erlebnis. Ja. Und das macht mir große Freude, die Behandlungen sind für mich selber. Wie lange praktizierst du jetzt? Ja, ungefähr 2 Jahre, also nicht offiziell, aber das habe ich im privaten Kreis und so von Anfang an gemacht. Die allererste Behandlung habe ich gemacht, bevor ich überhaupt in die Ausbildung kam. Ich hatte nur gesehen, was Tatjana macht und mein Mann bekam einen Herzinfarkt mit großen Schmerzen. Und ich habe dann ganz spontan, ich wollte einfach helfen, bis Arzt und so weiter da sein konnte, behandelt und die Schmerzen gingen sofort weg. Ja? Und 10 Minuten, Viertelstunde waren die Schmerzen weg. Ja. Und dann sind wir selber zum Arzt gegangen, es war noch Mittagspause, wir mussten noch warten, bis er wollte nicht, dass ich einen Rettungswagen rufe. Natürlich, das dauert alles viel zu lang. Wenn man das selber in die Hand nimmt, ist man dann schneller versorgt. Wir waren beim Arzt, der hat EKG geschrieben, sagt, okay, das gefällt mir nicht, wir sollten ins Spital gehen. Selber ins Spital gefahren, also meine Frau hat mich ins Spital gefahren und dann war die Sache dann klar und sind Stents gemacht worden. Es war also von der die elegante Sache. Mit einem kleinen Eingriff hier an der Schlagader und das war dann relativ schnell erledigt. Aber das war natürlich ein ganz frappantes Erlebnis für beide. Ohne Kenntnisse. Wir wissen, ich habe das nur aus der Not gemacht. So viel Prozent, die kommen nicht mehr, die stehen auch nicht mehr auf danach. Ja. Ne? Und es kommt eben auf die Zeit an. Je schneller man etwas unternimmt, desto besser. Und wenn man zu lang wartet, kann es sein, dass sich da irgendwas festhockt und die Gefäße zumachen. Und ich bin heute überzeugt, dass durch diese improvisierte Behandlung schon das Schlimmste verhindert worden ist. Und wir waren dann sehr schnell im Krankenhaus und bin dann auch 2-3 Stunden später schon behandelt worden. Faszinierend. Das heißt, du handelst auch, und ich stelle auch fest, bei Menschen, die solche Dinge machen, wie gerade diese Parachirurgie oder Dau-Yoga,
da muss innen was vorhanden sein. Da muss die Flamme innen brennen, sonst kann der das nicht umsetzen. Das ist die Liebe zum Menschen. Wenn man die nicht hat und wenn das nicht an erster Stelle steht, glaube ich, dann kann man nicht glaubhaft behandeln und auch nicht wirklich helfen. Weil wahre Hilfe ist ja, was heißt heilen? Den Körper heilen ist eine Sache, aber heilen ist ganz werden. Da ist die Seele gemeint, der ganze Mensch. Und der Körper ist eigentlich nur der Nebeneffekt. Ja, liebe Zuschauer, Sie hören, wie die Dinge sich bewegen können. Ich muss es Ihnen wieder sagen, wir haben natürlich in den Aussagen, die Sie hören, immer wieder Dinge drin, die vielleicht als Heilaussage oder Gesundheitsaussage verstanden werden können. Da wollen wir immer darauf hinweisen, es sind keine Gesundheitsaussagen, auch keine Heilaussagen. Es sind Erfahrungswerte, die gemacht werden, die subjektiv sind. Es kann bei anderen anders sein, aber wir haben schon oftmals dokumentiert und gezeigt, dass diese Dinge auch funktionieren. Nur sind wir gesetzlich gehalten, diese Aussage zu treffen. Jetzt komme ich mal zu dir, Sabine. Sabine, du bist ja Patientin bei der Marianne. Erzähl uns mal ein bisschen deine Vorgeschichte. Was hast du, wie hast du es bekommen, hast du dir bestellt oder wie ist dein Leben verlaufen und wie bist du dann auf die Marianne gekommen? Ich fange von ganz von Anfang an. Also ich bin eine ausgebildete Hebamme, bin aber dann konnte das nicht mehr machen, weil ich... War nicht dein Thema. Nee, das war nicht, das war schon noch mein Thema, aber es ging nicht mehr. Die Krankheit hat mich die Kraft verlassen. Okay. Und dann habe ich vieles nicht mehr machen können. Dann hat gleichzeitig ist die Ehe in die Brüche gegangen und da ist ganz vieles, da ist bei mir... Natürlich auch ist dann psychische Belastung gleichzeitig Umfeld, Zukunftssorge, alles das, was dann so... Und dann hatte ich zwei Kinder noch, die musste ich ja auch erziehen, also hatte ich mir zumindest vorgenommen, die gründlich zu... Ins Leben zu bringen? Genau. Ja, und dann fing das an, dass ich mir klar werden musste, was mache ich jetzt mit meinem Zustand? Was hast du irgendwann mal ärztliche Hilfe in Anspruch genommen oder bist zu Therapeuten gegangen? Wo ist mein Problem? Warum bin ich immer so schlaff? Ich habe das schon gemacht, aber habe da nichts. Also kein Ergebnis, was dir helfen konnte? Und genau. Welche Diagnose hat man dir irgendwann gegeben, was du hast? Ich hatte noch keine Diagnose, weil ich habe das so, ich habe mich ja so weit, ich wollte ja gar nicht zum Arzt. Du wolltest gar nicht krank sein? Ja, Wollte ich nicht. Ja. Weil ich wusste ja, dann kommt die ganze Maschinerie auf mich zu und mich da zu wehren, da wusste ich nicht, ob ich das kann. Mhm. Auf jeden Fall habe ich dann... Ich habe viel im Netz rumgesucht, was ich machen könnte und bin dann über Umwegen dann bei der Tatjana Lackmann gelandet. Da wusstest du immer noch nicht, was du hast? Nee. Doch, ach, keine MS-Diagnose hatte ich noch nicht. Wusste ich nicht mal. Ja. Das Wahnsinn. Wusste ich nicht, ja. Das heißt, bist du keinem Arzt gegangen, du hast dich immer selber umgeschaut, was kann ich machen, wieso habe ich diese Schwäche, was macht mein Körper, warum macht er das? Auch interessant. Aber, liebe Zuschauer, wollen wir nicht empfehlen, gell? Das hat sich die Sabine dafür entschieden, dass sie jetzt alle meinen, die müssen immer zum Arzt gehen. Vorsicht, Vorsicht, das kann in die Hose gehen. Das war ihre subjektive Entscheidung, die sie getragen hat. Und aber ich hab ja so viel Zutrauen ins Universum oder ins Leben selber gehabt, dass ich wusste, irgendwann finde ich irgendeinen Weg dahin, um zu sehen, was aus dem Zustand wieder rauszukommen. Genau. Da, ne? Und dann Tatjana? Dann habe ich bei der Tatjana angefangen, erst mit den zwei DAO-Seminaren habe ich erst gemacht und dann habe ich mich eingeschrieben für die Ausbildung. Hattest du dann schon schwere Einschränkungen in Beweglichkeit und so? War dann schon so weit fortgeschritten, dass ich zum ersten Seminar bin ich mit zwei Krücken dran gegangen, aber die habe ich nicht so oft benutzt, weil die waren mir immer lästig. Na gut, wer läuft schon gerne mit Krücken rum das Leben? Ne? Das mag keiner wahrscheinlich. Genau. Ja, aber es war schon so, dass du also so Einschränkungen hattest im Laufen, dass Rennen oder so oder Weglaufen alles gar nicht mehr möglich war. Und Sprechen hatte ich auch Schwierigkeiten und mit Gedächtnis hatte ich auch Schwierigkeiten und mit Schreiben
habe ich auch Schwierigkeiten gehabt. Das kann ich gar nicht vorstellen, ne? Sie spricht ja wie eins. Ja. Aber das war ganz schlimm damals. Wenn sie ausgeruht ist, geht es noch besser, aber jetzt liegt halt schon ein Tag voller Arbeit, Action, Anstrengung, Aufregung, Action, wenn's dann genau. Geht, das geht dazu, klar. Ja. Also, du hast also, wann hast du denn erfahren, dass du anscheinend MS hast? In 2011 habe ich erst erfahren, dass ich MS habe. Also da hat mein Arbeitgeber mir damals gesagt, Sabine, jetzt musst du was machen. Geh mal zum Neurologen und lass dich mal untersuchen. Mhm. Und der hat dann festgestellt? Und der hat dann gesagt, ja, sieht so aus, als hätten sie MS. Und dann habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Ich war ja früher, ich habe ja schon mal so Erscheinungen gehabt. Da war ich im Spital, aber da war ich 12. Das war ganz, ganz viele Jahre vorher. Mhm. Also unglaublich, ne, wie die Dinge so gehen können. Ja. Also dann ging dein Weg weiter über die Tatjana und bei der Tatjana hast du wahrscheinlich dann die Marianne kennengelernt. Ja, genau. Und dann hat die Marianne den Kurs da verpasst und dann hat... Mein erstes Ausbildungsmodul in Parachirurgie konnte ich nicht wahrnehmen, weil privat zu viel los war, dann habe ich das nachgeholt und bin in ihre Gruppe dabei geworden. Und dann war ich da dabei und dann hat sie mich behandelt und da haben wir so Kontakt gekriegt dazu, zueinander. Und dann, glaube ich, konntest du die Ausbildung aber selbst nicht zu Ende bringen? Nee, ich konnte nicht zahlen. Aus Kraft heraus, klar. Nee, ich konnte nicht bezahlen, schlicht und einfach. Ah, okay, gut. Ja klar, Geld muss man ja verdienen. Genau. Ne? Und wenn man nicht sich bewegen und nicht arbeiten kann, weil man da eingeschränkt ist, dann ist es natürlich schwierig. So. Dann habt ihr euch weiter kennengelernt und liebe Zuschauer, bevor wir groß Rätsel raten, was jetzt da mit der Sabine ist, wir haben in der Praxis von der Marianne Wengerek einen Trailer gedreht, wo wir sehen, wie sie behandelt, wie das im Vorhinein abgeht, wie die Einschränkungen waren, aber schauen Sie selbst. So habe ich einen dunklen Kopf. Soll ich jetzt schon reden? Vergiss es nicht rumzudrehen. Als ich sie das erste Mal behandelt habe, das war letzten Sommer, also vorletzten Sommer, jetzt weiß ich schon gar nicht, Ende letzten Sommer, ja. Da konnte sie vor Beginn der Behandlung gerade mal 8-mal vorwärts hüpfen, rückwärts ging gar nicht und die Wand hoch und runter, wie wir es vorher gesehen haben, kam sie auch so 9 bis 10 Mal. Nach den 10 Tagen konnte sie über 70 Mal haben wir aufgehört zu zählen, an der Wand hoch und runter. Gell, Sabine, musst auch 50 bis 70 Mal vorwärts hüpfen, 20 Mal rückwärts. Und ich dachte, dieses Mal läuft es ähnlich. Hier jetzt bin ich mitten bei der Behandlung. Hier führe ich jetzt den Schnitt entlang der Wirbelsäule. Das ist eine Standardbehandlung, die jeder bekommt, egal welches Problem er hat, weil mit der Wirbelsäule alle inneren Organe und Körperteile verbunden sind. Okay. Und je nachdem, wo das Problem sitzt, wird auch die Lendenwirbelsäule behandelt. Bei ihr auf jeden Fall, weil die mit den Beinen verbunden ist. Ansonsten, darf ich mal was zwischendrin fragen? Ja? Sabine, ist es schmerzhaft? Ja, also am Anfang, die erste Behandlung ist immer ziemlich schmerzhaft. Also das ist nicht so. Obwohl ich versuche, sehr sanft zu... Ja, natürlich, aber... Also man spürt es schon, dass da was passiert. Obwohl ich mich sehr bemühe, nicht so zuzudrücken wie Tatjana. Ich glaube, das sind schon Unterschiede. Das ich mache das möglichst sanft, ja. Möglichst sanft. Okay, also jetzt wird da behandelt quasi die Wirbelsäule. Ja. Und das, wie lange dauert der Prozess? Also bis diese ganze Behandlung durch ist, nicht nur die Wirbelsäule, sondern was ich dann im Einzelnen mache, je nach Patient, 1,5 bis 2 Stunden. Kommt dann sehr auf den Patienten an. Okay. Und kommt darauf an, ob ich frage immer nach den einzelnen Behandlungsabschnitten, was spürst du jetzt in deiner Wirbelsäule oder in diesem behandelten Teil? Und solange der Patient
nicht das Gefühl von Befreiung leicht und leer hat, sondern solange da noch Schmerzen sind oder dumpfe Empfindungen, so lange behandle ich weiter, bis das weg ist. Ja. Und in diesen spürt der Patient dann, wenn er das sagt, leicht und leer, dass da wirklich sich was wegbewegt hat und ihn nicht mehr handicapt? Ja. Wie ist das dann bei dir? Also schon. Ich spüre das sehr wohl, dass da irgendwas gegangen ist oder dass irgendwas leichter geworden ist. Mhm. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt das gehört vom ersten bis. Wie viele Behandlungen hast du jetzt schon gehabt? Also jetzt sind wir gerade bei der achten. Gestern war die achte von dieser Sequenz. Bei der zweiten Sequenz. Ja, und letztes war das erste und letzte Mal, dass ich sie behandelt habe, war im Juni letzten Jahres. Ist jetzt ein Dreivierteljahr vergangen. Das war eigentlich zu lange, weil in dem Moment, wo ein Rückfall kommt, wo ein Patient merkt, oh, jetzt geht es wieder los mit Einschränkungen und über mehr als nur ein, zwei Tage, sollte man sofort nachbehandeln, um im Hirn quasi das neue Programm zu schreiben. Weil sonst überlagern die alten gewohnheitsmäßigen Dinge. Mindestens 9-mal braucht der Mensch die Wiederholung, bis ein altes Paradigma gegen ein neues ausgetauscht hat. Ja. Und auch wenn die Phänomene wieder auftreten, müsste man sofort kommen. Aber sie hatte das Dao-Yoga nicht schön fortgesetzt und auch sonst sich sehr überlastet. Das ist auch ein Hauptproblem ihrer Erkrankung. Sie braucht total. Das heißt, du willst nicht krank sein, du willst eigentlich deiner Frau stehen und dein Ding machen. Und da tust du so, als wärst du nicht krank, aber natürlich, es belastet dich. Klar, ich meine, gerade Dao-Yoga, ich habe das ja auch gelernt bei der Tatjana und mache das auch immer, muss ich sagen, du hast ja vorhin auch schon erzählt, ist wirklich eine fantastische Geschichte und kann ich auch jedem. Machst du auch so Lehrgänge in Dao-Yoga? Ja, ich mache auch Dao-Yoga-Seminare. Sehr schön. Kann ich auch jedem Zuschauer nur ans Herz legen, wenn sie die Zeit haben. Es gibt, glaube ich, 2 Tage, ne? Bei mir geht es 2 Tage, ja. Und es ist so unglaublich, was man danach spürt, wie man sich fühlt, wie man seine Energie zurückkriegen kann, wenn du mal in den Seilen hängst und so. Also schon eine tolle Geschichte. Aha, jetzt geht's weiter. Jetzt warst du an den Füßen vorher noch, jetzt am Kopf. Was machst du jetzt da? Da behandle ich jetzt die Nervenzellen des Kopfes und bei ihr speziell auch alles, was mit Gleichgewichtsorgan zu tun hat, also den Sehnerv hinter dem Auge, der ja tief in den Kopf reinführt und der eine Verbindung auch zum Gleichgewichtsorgan im Ohr hat. Also Auge ist ganz ein wichtiger Teil der Wahrnehmung und des Gleichgewichtssinns. Das heißt, Sabine, wenn ich das richtig verstehe, du hattest Sprachprobleme, Konzentrationsprobleme, Motorikprobleme, du konntest nicht mehr richtig laufen, krücken und deine Haltung war recht verbogen. Also du hattest ist auch immer noch verbogen. Ja, gut, aber es geht viel besser. Ja. Danke. Wenn ich dich jetzt anschaue, sag ja auch immer, du musst den achten. Muss ich sagen, hast du eigentlich schon einen riesen Fortschritt gemacht. Vor allen Dingen, wie gesagt, sobald der Beitrag fertig ist, wo die Leute mal die Behandlung so sehen, wie das Ganze läuft, dann wollen wir mal was zeigen, was noch vor einem halben Jahr gar nicht dran zu denken war. Und da ist es ja, und das hat mir schon mal ein Ermittlungsverfahren da eingebracht. Ah, und jetzt ist danach wieder? Ja, wir haben jetzt gerade vorher gesehen, wie sie ganz stramm auf mich zumarschiert. Das war vor der Behandlung nicht der Fall. Und hier versuche ich jetzt ihr zu sagen, dass sie sich immer wieder entspannen soll, weil bei ihr, sie kommt ganz schnell in eine innere Anspannung rein. Und dann du strengst dich dann an, Sabine, du willst das schaffen. Genau. Und so. Okay. Genau. Sie überfordert sich dauernd. Und hier hüpft sie rückwärts. Ja. Seit wann kann sie das? Seit diesem Mal oder seit letztem Mal? Auch schon das letzte Mal, bist du prima. Also vor der Behandlung im Juni konnte sie das nicht mehr, aber nach der Behandlung konnte ich wieder rückwärts. Und eben nach den 10 Tagen ist sie, ich glaube, 20 Mal am Stück rückwärts gehüpft. Also wir haben uns im Vorgespräch uns ein bisschen unterhalten. Früher war schon das Aufstehen eine große Problematik. Jetzt hast du ja 8, hast du gesagt, Behandlungen? Jetzt bei dieser Sequenz, ja. Ja, 8. Die 8. Wenn ich jetzt sagen würde, darf ich das? Steh mal auf. Och ja. Also das sieht ja schon mal ganz vernünftig aus. Ja, ne? Ja, ja. Also das könnte ich jetzt auch nicht viel besser. Dankeschön. Ja, nicht nur das. Nach dem 3. Behandlungstag habe ich sie an die Hand genommen und wir sind zusammen gerannt. Wir sind quasi die ganze Länge von diesem großen Raum. Das habe ich seit 6 Jahren nicht mehr geschafft. Ja.
zu rennen. Ich meine, das war nicht keine ganz geschmeidige Bewegung, aber sie ist gerannt. Hurra! Gell? Ja, und da ist ja jeder Fortschritt, ist ja für das einen eine Wahnsinnsmotivation dann, ne? Zu sagen, jetzt ich sehe, ich komme wieder in meine Kraft und ich kann wieder mich bewegen und alle Dinge tun, die ich vorher getan habe und so. Kann man abschätzen, wie lange das noch braucht, wie sich das weiterentwickelt? Gibt es Rückschläge? Wie verläuft die ganze Geschichte so? Das ist, glaube ich, bei jedem Menschen ganz verschieden. Hast du das Gefühl, dass es mal Rückschläge gibt, dass es mal schlechter wieder wird? Oder ist es ein permanentes Verbessern der Dinge? Also so wie es bislang war, da war schon immer ein bisschen Verschlechterung. Aber zwar generell immer Verbesserung. Also du bist quasi 10 Schritte nach vorne gegangen, dann wieder 2 zurück, dann wieder 10 nach vorne, 2 zurück, das so zu verstehen. Ja. Ah, das ist natürlich sensationell, weil so ein kleiner Rückschlag ist ja immer das Thema. Ja. Und dann, wie gesagt, die Marianne hat es ja gesagt, Tau-Yoga machen. Gell? Ja, ja. Ich mache jetzt auch jeden Morgen. Oder auch nur, wie sie jetzt zu mir kam bei dieser zweiten Sequenz, obwohl eigentlich sie viel früher schon hätte kommen sollen, aber sie konnte 50 Mal, ihr wart ja dabei, nein, du nicht, aber deine Assistentin war dabei, 50 Mal hoch und runter. Also das ist natürlich ein Riesenfortschritt gegenüber letztes. Und am Anfang war bei 10 Mal ohne Behandlung, Schluss, ne? Ja, genau. Ja, also wie gesagt, wir müssen uns auf ein paar Dinge einstellen, liebe Zuschauer, dass alles nicht so ist, wie wir es von gestern kennen, und ich sage das auch häufiger, unsere Mütter, unsere Großeltern, unsere Väter, alle die uns Gutes im Sinn führen, die haben uns natürlich immer Ratschläge gegeben und die haben aus eigenen Erfahrungen gehandelt, aber immer wieder kommen neue Dinge auf uns zu und die müssen wir einfach annehmen und betrachten. Und was vor 20, 30 oder 50 Jahren richtig war, muss heute noch lange nicht mehr richtig sein. Das sehen wir in unserem ganzen Ernährungswissen, dass es aus sich umstellt und wir einfach neue Wege gehen müssen. Und einer dieser neuen Wege ist diese Parachirurgie und das Tau-Yoga. Und wir sehen wieder in der Kombination jetzt, dass das führt, was das sind ja sensationelle Fortschritte. Und ich kenne ja die Verlaufbilder von Multiple Sklerose. Das ist ja, da wollen wir jetzt gerade hindenken, das gefällt uns natürlich nicht. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie aber das weitergeht. Aber von den Ärzten kriege ich alles Mögliche erzählt. Sie haben keine Chance und sie sind ein totaler Träumer, wenn sie glauben, sie werden wieder gesund. Das gibt's nicht. Das ist unheilbar. Und dann sage ich, ja, das kann sein für Sie, aber für mich ist es nicht so. Ist schon. Also toll. Das die sind Einstellung über die Dinge. Ist schön. Und wie gesagt, ich hatte vor nicht allzu langer Zeit auch eine Heilpraktikerin da mit einer Dame, die MS hatte. Und das war natürlich dann ein Thema, was die Heilpraktikerin dann sagte, was der Arzt dann später bestätigte, dass die Schulmedizin keine derzeitig aktuelle Behandlungsform hat, wo sie sagen kann, ich kriege das in den Griff. Ja, richtig. Ja? Mhm. Und so kann man den Patienten Mut machen. Ja, und genau. Die Gedanken sind eben auch ganz wichtige Faktoren. Wenn man auf dieser Schiene denkt, ich werde gesund und ich schaffe das, dann setzt man da wirklich Kräfte frei. Liebe Zuschauer, wir gehen kurz in die Werbung und sind gleich wieder. TimeToDoShop.ch. Hier finden Sie die Produkte der Gäste unserer Sendung. Nahrungsergänzungsmittel, CDs, DVDs, Bücher, Essenzen, Heilsteine, Bilder, Körperpflegeprodukte und vieles mehr. Die Produkte unserer Gäste www.timetodoshop.ch oder Sie bestellen einfach per Bestellhotline. So, liebe Zuschauer, wir sind wieder zurück nach unserer kurzen Werbeeinblendung. Heute unser Thema, die Parachirurgie und was sie bewirken kann im Körper. Die Gäste im Studio, Marianne Wengerig, die Therapeutin, die Patientin Sabine Herold und der Ehemann, der auch schon behandelt wurde, der Norbert Wengerig. Ich komme gerade noch mal zu dir zurück, aber bevor wir anfangen, wir haben in der Pause festgestellt, da ist eine falsche Aussage rübergekommen und die wollen wir natürlich korrigieren. Das heißt, du hast mich nicht gut verstanden. 2011 hast du die Diagnose bekommen, MS, und 2014 warst du dann erstmal bei der Tatjana. Und in der Zeit von 11 bis 14 hat sich natürlich das verschlechtert. Und das war ja so, wie du sagtest, dass du damals schon nicht mehr ohne Krücken laufen konntest. Und das ist ja, wie gesagt, von wegen Aufstehen und so, da war auch immer der hier, ne? Zum Aufstehen. Ja. Und wie gesagt,
Ich würde gern Folgendes machen. Wir haben das gerade auch angesprochen. In den Folgemonaten werden wir nochmal schauen, wie wir das beobachten können, ob sich der Zustand tatsächlich so weiterentwickelt, dass irgendwann die Sabine sagen kann, was, MS, was soll das sein, kenne ich nicht. Dass alle Funktionen wieder da sind und wie gesagt, du sagtest ja, dass du ganz große Schwierigkeiten schon mit dem Sprechen hattest irgendwann und wir haben uns jetzt toll unterhalten oder Konzentrationsprobleme und das sind ja die Dinge, die am meisten Lebensqualität nehmen. Weißt du? Ich sag humpeln oder so, gut, das kann ich mir noch irgendwo mal eingehen lassen, aber wenn plötzlich da oben es dunkel wird oder ich mich nicht mehr formulieren kann, für mich wäre das natürlich überhaupt nicht gut. In meinem Job wäre das natürlich gar nicht gut. Du wärst brotlos, ja. Da hätte ich nicht mehr formulieren können. Und was würdest du jetzt sagen, so als Resümee, war das für dich die richtige Entscheidung zu sagen, ich gehe mir eine Parachirurgie-Behandlung angedeihen lassen? Ja, das war absolut die richtige Entscheidung. Ich wüsste gerade im Moment nichts anderes. Was du als Alternative noch machen könntest? Mhm. Du, da kann ich bloß sagen, ich drücke dir alle Daumen und ich weiß, du bist in sehr guten Händen. Mhm. Und wenn die Verbindung zwischen uns bleibt, auf jeden Fall, bestimmt, dass wir nochmal auf dich zukommen, vielleicht in 3 oder 4 Monaten und dann mal fragen, wie weit es fortgeschritten ist und dann vielleicht nochmal so ein kurzes Interview, brauchen wir keine ganze Sendung machen, dass die Zuschauer auch sehen, dass das nachhaltig ist. Mhm, weil wir haben ja auch schon gehört, dass Leute wieder zurückgekippt sind. Hängt natürlich sehr viel vom Patienten ab, was er macht und ob er das tut, ob er daran glaubt, sollte. Dass ihm geholfen ja, wird. Also der Glaube ist für die Behandlung nicht wichtig, aber für das, was danach kommt. Wenn der Glaube fehlt und wenn das positive Denken fehlt, dann ist natürlich die Sache sehr schwierig. Vor allem, wenn es so chronische, ernste Erkrankungen sind. Der Patient muss mitmachen. Dann switchen wir nochmal zum Norbert hin. Wir haben ja, als wir uns unterhalten haben, noch eine ganz fast amüsante Geschichte gehört, die für dich nicht so amüsant war, ich weiß. Was ist damals denn passiert? Erzähl mal, Norbert. Oh, ich war im Keller und habe geräumt und mir ist eine Tischplatte 80 x 1,60 und fast 3 cm dick aus 80 cm Höhe auf den kleinen Zeh gefallen. Also mit der... Mit der Seitenkante, mit der Kante. Nicht flach, sondern mit der Kante. Das tut mir jetzt schon weh, obwohl ich gerade dabei war. Ja, mir ist ein bisschen schwarz vor den Augen geworden und ich habe mir überlegt, ob ich hinfallen soll und ein bisschen Ohnmacht machen zur Erholung. Aber es ist dann gut gegangen. Ich konnte mich selber wieder rausschleppen und bin dann halt dahin gehumpelt, wo meine Frau war. Am See. Und haben gesagt, ja, mir ist ein kleines Missgeschick passiert. Und guck mal. Der kleine Zeh, jeder weiß, wie das ausschaut, der war ungefähr 3-4 Mal so dick, wie er normalerweise ist und war schwarz. Das Blut geht ratzfatz. Ne? Ja. Das war ein Bluterguss, wie er im Bilderbuch steht. Und dann fing die Behandlung an. Und, darf ich gerade mal stoppen? Was hast du gemacht? Ich habe keine Rückenbehandlung und nichts gemacht, sondern Akuthilfe, mir einfach den Fuß geschnappt. Wir saßen auf der Wiese am Vierwaldstätter See hinterm Haus, wo wir wohnen. Ja, und habe mir einfach seinen Fuß genommen und habe ihn in die Trance geführt, die das, glaube ich, auch im Einspieler gezeigt wurde. Und dann habe ich einfach den Fuß behandelt, auf die gleiche Art, wie ich alles behandle, was mit Parachirurgie behandelt wird. Ungefähr 1 Stunde bis 1,5 Stunden. Ja. Und das Erstaunliche war, ich kann manchmal selber kaum glauben, was ich erlebe. Und das war bei ihm auch so. Das Schwarze ging weg. Okay, jetzt kommen wir zurück. Das war, wie hast du das habe ich auch gesehen. Der war schwarz. Der sie war da in der Zeit. Das war genau da, wo ich stimme. War das nicht mehr. Ja. Das habe ich nicht mehr gewusst. Ja, erstens, stimmt, wie war die Behandlung für dich? Ja. Wehgetan? Ja, natürlich. Gemerkt hast du schon mal, da schmerzt also, du das sowieso. Ich habe die Vermutung, dass der gebrochen war. Denn ich konnte nicht mehr auftreten natürlich und die Schwellung, die Schmerzen, gerade auch wenn der Zeh gebogen wurde, das war für mich eigentlich keine richtige Frage, ob der jetzt war gebrochen für mein Dafürhalten. Die Behandlung war sehr schmerzhaft, denn wenn du an einem gebrochenen und geschwollenen Gliedmaß irgendwas machst, dann tut das weh. Nur wenn du mit dem Finger hintippst, tut das weh. Ja. Und das war ein bisschen intensiver als nur hintippen. Und dann ich war froh, dass sich die Tatjana nicht behandelt hat. Ja, gut, ich war froh, muss ich dir sagen. Ja. Aber während der Behandlung ist der Bluterguss zurückgegangen und die Schwellung ist zurückgegangen. Ich war bei keinem Arzt, ich habe einfach Sandalen angezogen.
gezogen, die den Zeh nicht einengen. Mhm. Und nach einer Woche war ich schmerzfrei. Also, wie lange hat es gedauert, bis der von dunkelblau-schwarz wieder natürliche Farbe hatte? Also etwa eine Stunde, anderthalb Stunden. Also es war während aber, der Moment, Behandlung ist dieses, das ist Bluterguss dann ja eigentlich. Ja, ne, was aber hat. Nicht übertreiben, es war nicht ganz weg, aber es war wesentlich weniger und es die Schwellung ist wesentlich zurückgegangen. Auf der Unterseite vom Zeh war es weiß, da kam schon die normale Haut und auf der Oberseite vom Zeh war das Schwarze weg und es war ganz, also sehr hell, aber noch ein bisschen bläulich. So ein bisschen bläulich. Rötlich noch, ja. Genau, und er war auch noch nicht ganz abgeschwollen, aber die Schwellung war massiv zurückgegangen. Also man sieht auch so Dinge, also normalerweise, wenn sowas passiert, was machst du? Komm, fahr ins Spital, lass mal Röntgen, dann gibt es irgendeinen Verband, eine Salbe, eine Tablette, eine Spritze, was auch immer. Und wir sehen, und für mich ist diese Faszination, dass das ja über, du hast ja nichts, du hast ja weder Maschine in der Hand, noch irgendwelche Produkte oder irgendwas. Ja, es ist ja nur deine Kraft, dein Wissen, das, was du gelernt hast bei der Tatjana, und das setzt du um und gibst im Prinzip diese Informationen in dem Fall seinen Zeh hinein. Ja, oder bei ihr in die entsprechenden Gliedmaßen, die das dann betrifft. Was das eine Wirkung hat. Man muss vielleicht noch eins dazu sagen, wir haben lange überlegt, soll man diesen Ausdruck paranormale Chirurgie verwenden oder gibt es irgendeine Variante oder eine andere Möglichkeit, sind auf Parachirurgie gekommen. Denn wenn man sagt paranormal, dann ist das ja so eine Aussage, als wäre das nicht normal. Richtig. Als wäre es etwas Unnatürliches. Aber es ist para, griechisch neben. Es ist ein chirurgisches Verfahren neben der orthodoxen Schulmedizin, aber es ist nicht paranormal. Was also nicht unnormal? Das Geschmäckle hat dieses Wort. Ja, ja, genau. Im Grunde ist es auch keine wirkliche Chirurgie, sondern es ist eine psychoenergetische Behandlung, so kann man sagen, weil ich schneide ja nicht wirklich die Haut auf, sondern der Patient hat nur den Eindruck. Dadurch wird, das ist eine gute Art, wie die Tatjana das angeht, das geht einfach dadurch tiefer. Der Patient hat das Gefühl, ja, da öffnet sich die Haut. Und ich erlebe das, ich habe eine Frau behandelt mit einer sehr schweren psychischen Erkrankung. Die hat mich dann gebeten, ich soll es ohne Schnitte machen, weil für sie mit dieser etwas labilen Psyche war das too much, dass sie dann das Gefühl hatte, ja, mein Kopf ist auf und da ist Blut und was weiß ich alles. Okay. Und es funktioniert genauso ohne Schnitte, also genauso, weil die Erfahrungen, die ich habe ohne Schnitte, sind genauso gut wie mit Schnitten. Aber ich würde behaupten, wenn es geht, wenn der Patient es verträgt, und es ist in 95% der Fälle sicher der Fall, ist es besser, weil die Wirkung noch tiefer geht. Und gerade bei Erkrankungen, ich habe eine Patientin mit Polyneuropathie behandelt, da öffne ich Polyneuropathie. Was ist das? Das ist eine Erkrankung, die auch, wenn sie in der schweren Form, wenn man die hat, landet man im Rollstuhl. Die Nerven sterben von der Peripherie her ab und es verursacht sehr viel Schmerzen. Das heißt, sind die alle Gliedmaßen, Beine, Hände, Beine, fangen die Nerven genau, an. Von außen, von der Peripherie her. Es beginnt dann bei den Fingerspitzen und geht immer weiter. Oh. Warum habe ich das jetzt gesagt? Den Faden dass du die Patientin verloren. Hast in der Behandlung? Eben bei, genau, und in so einem Fall, wenn es solche Sachen sind, so schwere Krankheiten, dann suggeriere ich bei der Behandlung nicht nur die Wirbelsäule zu öffnen, sondern auch das Rückenmark. Und es wirkt einfach tiefer. Der Patient, es geht eine Schicht tiefer, aber über die Psyche, über die Information. Nicht, dass ich wirklich das Rückenmark öffne, aber unser Verstand ist so geartet, dass das alles, dann einfach... Alles, was wir uns vorstellen können, kann sein. Ja, und man öffnet sich innerlich, man macht innerlich das ein Tor auf und dann passiert es auch. Zu, genau. Das im Prinzip, und da ist ja dieser Punkt, wo ich immer sage, der ist für mich ganz wichtig in der Thematik. Wenn ich an diese Dinge kein Vertrauen habe und keinen Glaube, dass es eine Lösung ist, dann würde ich es auch nicht machen. Sage ich, alle Dinge, und das gilt für Sie, liebe Zuschauer, entscheiden Sie in Ihrem Leben, übernehmen Sie wieder für sich die Verantwortung und machen Sie es der Sabine nach. Nicht, dass Sie jetzt nicht zum Arzt gehen sollen und sich was da behandeln, nein, nein, sondern Ihre eigene Entscheidung treffen, egal wie die ausfällt, aber somit übernehmen Sie auch die Verantwortung für Ihre Gesundheit. Und wenn man das einmal angefangen hat, für sich die Verantwortung
zu übernehmen. Dann werden Sie mal sehen, was da Tore aufgehen und was für andere Bereiche im Leben noch auf uns zukommen, die wir einfach aus Konditionierung, aus Übernahme von Erziehungsmodellen, aus unserem Elternhaus so gemacht haben, haben das über Jahre und Jahrzehnte so weiterlaufen lassen, bis wir irgendwann feststellen, hey, in meinem Leben läuft ja was ganz anders. Und dann ist es wichtig zu sagen, Moment mal, ich bin der, der für mein Leben verantwortlich ist und ich entscheide, was ich tue. Und bei der Sabine sehen wir jetzt, das war eine sehr gute Entscheidung, denn die Fortschritte, die du jetzt im Zeitraum von einem Jahr? 2 Jahren eigentlich. Also man muss ja das mitrechnen, wo sie angefangen hat mit Dao-Yoga. Von da an ging es in Wellenbewegung aufwärts, so wie ich das. So ja? Ernsthaft ist es erst seit letzten Sommer. Also seit sie bei mir war. Vorher warst du auch etwas, so wie du Dao-Yoga gemacht hast. Ja. Nee, aber wie gesagt, man lächelt jetzt darüber, ich möchte auf keinen Fall mit dir tauschen müssen und ich weiß, was man dann für eine Bürde trägt und Mutter bist du noch gewesen, Ehefrau, weißt, wenn dann alles wegbricht, da ist auch viel psychische Belastung dabei, viel Kampf, den man innerlich auch führt und dann, man hatte immer auch selbst diese Versagensängste, also habe ich versagt, bin ich eigentlich da schuld, also alle Dinge, die noch groß die Psyche belasten, während ihr dann kein Freundeskreis da ist, keine Menschen, die einen auffangen können, dann kann das schon wie ein Hammer sein und einen richtig aus der Bahn werfen. Das wissen wir. Und da muss ich sagen, großes Kompliment, Sabine. Bist eine starke Frau. Und das ist gut so. Sprechen wir noch ein bisschen über deine Praxis. Neben dem Dao-Yoga und der Parachirurgie haben wir gehört, machst du auch Yoga, also Hatha-Yoga? Hatha-Yoga, ja. Bhakti-Yoga, aber da unterrichte ich nicht. Das ist etwas, was ich für mich selber mache. Mhm. Aber Hatha-Yoga, das ist auch eine sehr schöne Art, vor allem für gestresste Menschen in eine Tiefenentspannung zu kommen, um Körper und Seele zu harmonisieren. Das ist ein wunderbares Yoga. Und wer Bewegung liebt, wer Sport liebt, für den ist das natürlich viel befriedigender, ich sage das jetzt mal so in Anführungszeichen, als Dao-Yoga. Weil beim Dao-Yoga sitzt man einfach still und konzentriert die Gedanken. Auf die energetischen Abläufe. Genau. Ja. Und da kann man mit dem Körper was tun und spürt Muskelentspannung und spürt eine tiefe Harmonisierung. Ansonsten mache ich natürlich, wie du gesehen hast, die Auflösung negativer Ereignisse. Das habe ich auch bei Tatjana gelernt. Aha, kommen wir auch noch zum Punkt. Kann auch sein, dass Behandlungen nicht zum Erfolg führen, weil sie die Ursache der Krankheit liegt in einer schweren traumatischen Erfahrung. Und wenn die nicht bearbeitet wird, dass dann das immer wieder ein Problem gibt, die Krankheit in den Griff zu kriegen? Gut, weißt du, da ich jetzt erst letzten Sommer die Ausbildung abgeschlossen habe, kann ich natürlich über Langzeiterfahrung nicht viel sagen. Aber ich denke, ich glaube nicht, dass es den Erfolg der Parachirurgie, also dass der nicht eintreten kann, wenn man diese Behandlung nicht gemacht hat. Okay. Aber ich denke mal, dass es eine ganz, ganz wesentliche Hilfe und Unterstützung ist, diese Dinge aufzuarbeiten. Vor allem lernt man dabei, sich positiv auszurichten. Und es werden im Nachhinein all die unguten Sachen, die man erlebt hat oder zu erlebt haben glaubt, transformiert. Denn das Schicksal, wenn man das ein bisschen objektiv beobachtet, man mag noch so schlechte Erfahrungen sammeln, aber das Schicksal meint es im Grunde gut mit einem und will einen ein Stückchen weiterbringen. Schicksal als Chance ist ja auch ein Buch von Detlefsen. Ja. Und das ist absolut richtig. Aber das in der Tiefe zu erfahren und zu erkennen und zu begreifen und auch praktisch auf sich selber anwenden zu können, das macht man mit diesem Prozess in dieser Behandlung. Denn vordergründig, wenn ich jetzt einen Unfall habe und bin schwer verletzt oder ich mit meinen Narben im Gesicht mit 17 Jahren einen Verkehrsunfall, dann ist das zuerst mal nur bitter und das ist sehr schwer, vor allem wenn es dann noch aktuelle Sachen sind, da mit richtig umzugehen. Und das ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung, die man dann macht in dieser Behandlung. Das klingt für mich so, wie als wenn man so einen Schlüssel verwendet, um Einflüsse, die den gesamten Behandlungsprozess vielleicht hemmen könnten oder stauen oder wie auch immer, dass man da vorher dran geht und öffnet das, dass diese ganzen Dinge nicht da sind. Und kann das sein, dass auch das bei dir wie so ein Kick war, so eine Veränderung gebracht hat, dass man solche alten Blockaden auflösen konnte?
Diese Behandlung hat sie noch nicht gemacht. Aber es ist ihr Wunsch. Aber das haben wir vor als nächstes. Ja, okay. Das ist ihr intensiver Wunsch, dass sie diese Behandlung mitmacht. Ja, und das wird ihr bestimmt. Denkst du, dass da womöglich was im Argen liegen kann? Bin ich hundertprozentig überzeugt. Ja. Okay. Also auch Erlebnisse in der Vergangenheit gehabt, die gewisse Prägungen hinterlassen haben, gewisse Ängste und diese Thematiken. Also auch da wäre es toll, wenn du das erlaubst, wenn sie uns berichten darf. Natürlich nicht was, das wollen wir nicht wissen, sondern ob es ein Erfolg war. Das würde mich interessieren. Natürlich. Und ob du nochmal nach dieser Behandlung eine Veränderung gespürt hast. Weißt du, dass irgendwo noch so ein Schub kam und es war plötzlich was anders. Weil das ist, also für mich ist diese heutige Zeit die göttlichste Zeit. Ich habe immer gesagt, ich würde am liebsten 120 Jahre alt werden oder 150 Jahre, liebe Zuschauer, dass ich noch viel, viel von diesen ganzen Veränderungen miterleben kann. Denn schauen wir doch mal 50 Jahre zurück. Wo waren wir vor 50 Jahren? Wo nichts Mobiltelefon, nichts mit vielen, vielen Dingen. Und Arztpraxen, könnt ihr euch noch erinnern? Ich weiß noch, wo ich so 10 Jahre alt war, wie da eine Arztpraxis ausgesehen hat. Da würde ich mich totlachen, wenn ich da heute reingehe. Und ich denke, ich wäre im Museum. Und da sieht man mal, und mir hat vor kurzem ein Harvard-Professor, mit dem ich seit 2 Jahren in Kontakt bin, aber der nicht mehr aktiv lehrt, seit 6 Jahren ist er in Pension. Und der hat mir vor kurzem gesagt, der sagt, Norbert, stell dir mal vor, du schließt die Augen, jetzt schildere ich dir mal, wie eine Arztpraxis der Zukunft aussieht. Sagt er, dort drin steht, wie wir das vom Psychiater kennen, 1-2 ganz bequeme Sitz- oder Liegegelegenheiten. Ja. Dann gibt es wahrscheinlich hinten an einem Seil sowieso kleine Kabinen, die in sich hermetisch abgeschlossen sind, um Schwingungsbehandlungen zu machen. Das heißt, der Entsprechende geht dann da erstmal rein, dann wird eine Lichtfarbe eingestellt, die er genau braucht, die Frequenz dazu und im Raum eine Frequenz moduliert, die auf seinen Körper einwirkt. Und wir wissen ja, jedes Organ hat eine eigene Frequenz. Ja. Und dann wird nur dem Organ wieder die Information gegeben, was es zu tun hat. Mhm. Und er sagt, oftmals heißt ja Krankheit nur Desinformation im Körper. Richtig, das ist so, ja. Ein anderer Mediziner sagt immer, Krebs gibt es nicht, alles Quatsch. Ja. Er sagt, die Zelle hat eine Desinformation durch einen äußeren Einfluss oder einen Schockzustand bekommen und läuft plötzlich nicht mehr in die Richtung, wo es soll, sondern geht plötzlich in die Richtung. Ja, richtig. Sagt er also, dann sagt er, was soll ich dagegen kämpfen? Da brauche ich nicht kämpfen, da brauche ich bloß hingehen, brauche ich sagen, hey du, andersrum. Ja. Das ist alles. Das ist auch genau das, was in der Parachirurgie passiert. Man berührt den entsprechenden Körperteil, man gibt verbal, also man hat es jetzt nicht gehört, aber es erfolgen laufend Informationen. Ich begleite die ganze Arbeit mit verbalen Informationen. Und dadurch kann wirklich der Körper, der Organismus lernen und die Frequenz wird verändert. Genau. Darum kommt die Heilung dann zustande. Ja, durch die Information entsteht ja auch eine Folge im Körper. Eben, und umgekehrt. Genau. Das Organ gibt es ans Gehirn weiter und das Gehirn wiederum, was ja auch akustisch dann hört, was ich da sage, gibt es ans Organ weiter. Also es ist eine Wechselwirkung. Also es in Wirklichkeit geht es noch ein bisschen tiefer, weil wir natürlich nicht nur aus diesem grobstofflichen Körper bestehen, sondern aus feinstofflichen Körpern. Mhm. Und in Wirklichkeit die eigentliche Umschaltung findet in feinstofflichen Körpern statt und geht dann wieder zurück in den physischen Körper. Aber ich sehe, dass auch eine andere Aussage von einem sehr guten Bekannten von mir immer mehr Wahrheit anlangt. Er sagt auch, du wirst sehen, die nächsten Jahre werden uns vor Augen führen, dass wir endlich begreifen, dass wir nicht Mensch sind und somit fertig, sondern dass wir ein Geistwesen, ein lichtvolles Geistwesen so in einem menschlichen Körper sind, sagt er. Und wenn wir das verstehen, was das bedeutet, da gehen wir ganz anders an uns heran und an die Dinge. Ganz weil dann bin ich A, unsterblich und B, kann ich alles, was ich möchte. Ich muss es ja nur wissen. Aber uns sagt man es nicht. Man sagt, du bist Mensch und du hast zu gehorchen. Es gibt da den schönen Spruch, ich weiß nicht, wo er herkommt. Stirbt ein Mensch und war er gut, wird er ein Engel. Stirbt ein Engel, wird er Mensch. Okay, habe ich so auch noch nicht gehört, aber hat was. Ja, genau. Wir haben eine Zukunft, die nicht auf diesen physischen Planeten fixiert ist. Es gibt einen inneren Kosmos, den man ja selber erleben kann, wenn man meditiert. Ja. Wenn man Erfahrungen macht. Mhm. Und alles, was wir an Informationen kriegen, muss ja eine Instanz in uns verstehen. Das Gehirn ist ein Organ wie die Leber, das ist Materie. Aber dahinter ist jemand, der es benutzt und versteht. Und dort
gehen die Prozesse eigentlich wirklich los, bin ich überzeugt. Du wolltest gerade noch was sagen? Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so rüberbringe, dass das auch wirklich punktgenau und richtig ankommt. Aber ich bin auch keine Astrophysikerin, aber ich habe vor kurzem auf einem Sender gesehen, ging es um Astronomie, nicht Astrologie, sondern Astronomie, dass die ganze Gravitation, die man erlebt in diesem ganzen riesigen Kosmos um uns herum, also es sind Astrophysiker, die da drauf gekommen sind, ist nicht erklärbar, wenn man die Masse aller vorhandenen Planeten, Sterne, Sonnen und so weiter zusammenrechnet. Die Gravitation kann dadurch nicht hervorgebracht werden, weil es ist zu wenig Masse. Es ist unsichtbar ein sehr, sehr viel größeres Gewicht da, was überhaupt dazu führen kann, dass es Gravitation gibt. Das war mir neu und das passt aber genau in das Weltbild rein. Mit all diesen Dingen, genau, kommen wir ja auch in das Thema freie Energie. Was ist Nullpunktenergie? Ja. Wieso kann man die plötzlich nutzen? Der Professor Turtur hat da schon hunderte Vorträge drüber gehalten. Ja. Wir haben die ersten Umsetzungen. Jetzt Keshe Foundation hat weltweit veröffentlicht, wie es umsetzbar ist und die Blueprints öffentlich gestellt. Also wir merken, wir entwickeln uns weg von Materie und vom Außen immer mehr in die geistige Richtung und erkennen auch die Dinge und was wir damit tun können. Richtig, ja. Und das, da müssen wir ja hin, oder? Ja, wunderbar, ja. Bei ihm geht es richtig gut da. Ne? Ja, sehr entspannt. Das ist aber schön. Und das ist auch was, liebe Zuschauer, Hunde oder Haustiere gehören zu unserem Leben. Und für mich ist es selbstverständlich, wenn jemand ein Haustier hat und möchte das in eine Sendung mitbringen und für das Tier ist es auch okay, dann gehört das zu unserem Leben dazu. Und warum sollen uns Tiere denn nicht begleiten? Und warum müssen wir die immer ausschließen, wenn wir irgendwo sind? Wir müssen dann der Hund versorgen, wenn ich irgendwo hingehe. Alles Dinge, die wir einfach uns wieder anschauen müssen und neu überdenken. Und glauben Sie mir, ich höre das immer, wenn Menschen dann sagen, du hast 20 Jahre was anderes gesagt und jetzt sagst du plötzlich so. Und dann sage ich immer, ja und? Darf sich der Mensch nicht weiterentwickeln? Darf ich nicht Erkenntnisse erlangen und irgendwann sagen, okay, was ich 10 oder 20 Jahre gedacht habe, war einfach falsch oder ich hatte kein anderes Wissen. Also konnte ich nur so denken. Und ab dem Tag, wo ich doch eine neue Information kriege, kann ich sagen, Moment mal, die Welt tickt ganz anders. Und wieso kann mir einer das zum Vorwurf machen? Im Gegenteil, das ist doch eigentlich eine Belobigung, dass ich mich weiterentwickle. Ja. Und das ist ja auch so ein Prozessing. Ich weiß es noch, als die erste Sendung war, ich glaube auch 2011 habe ich die erste Sendung gemacht mit der Tatjana, wenn ich mich recht erinnere. 10 habe ich angefangen im Oktober, ja, ich glaube 11 war sie, war das erste Mal bei mir. Und was da danach ich E-Mails gekriegt habe, also von Scharlatanerie über alles Unsinn und also ich war ja auch skeptisch, von daher kann ich das komplett verstehen. So, aber das ist, weil diese ganzen Thematiken in unserem Leben so gut wie keinen Platz haben. Schauen wir uns doch an, was lernen wir in der Schule, was lernen wir in den anderen Dingen. Und das sind alles so Sachen, wo ich sage, würden wir den Menschen, gerade den Kindern, von Anfang an, wenn sie in der Schule kommen oder in den Kindergarten, erklären, wer und was sie sind und was sie mit ihren Fähigkeiten machen können, vor allen Dingen mit ihren geistigen Fähigkeiten, sage ich, wäre Mobilfunk nie entstanden. Weil hätten wir gar nicht gebraucht. Wir unterhalten uns so. Und jetzt haben sie uns außen mit Frequenzen so zugepackt, dass hier gar nichts mehr möglich ist, weil so viele Frequenzen im Raum sind, dass unsere eigenen nicht mehr durchdringen. Also man hat uns verdammt, Krücken zu benutzen. Aber vielleicht lösen wir das auch irgendwann. Veranstaltungen? Veranstaltest du irgendwelche Vorträge? Gibt es Seminare? Kann man sich bei dir anmelden für irgendwas und was? Ja, also im März findet das nächste Tao-Yoga-Anfängerseminar bei mir statt. Das 12. und 13. März, glaube ich, das Wochenende. Auf meiner Website sind die Termine aufgeführt. Und im April mache ich das nächste fortgeschrittenen Seminar. 9. 10. April, immer Samstag, Sonntag, über 2 Tage. Und so kommt dann laufend, ich habe jetzt noch keine Termine festgelegt, aber jeden Monat kommt wieder ein Seminar. Also ist doch wunderbar, die nicht an den Rorschacher Berg fahren wollen, weil das einfach sehr weit ist von hier. Man fährt ja 2,5 Stunden oder was so da hin und her. Und die können jetzt auch, und da müssen Sie sagen,
Beim einen kann man aussuchen, ob man den Blick auf den Bodensee will, vom Schlosshotel Wartensee aus, oder ob man auf den Vierwaldstätter See gucken will. Nur, dass man bei uns direkt am See ist. Genau, man kann baden gehen. Sofort. Ja, auch noch, auch noch. Man kann baden. Genau. Im Sommer stelle ich mir das ja traumhaft vor. Ein Dau-Yoga machen und dann schön die Klamotten runter und schwupp in den See springen. Total schön. Da kommt natürlich noch viel mehr Entspannung dazu, oder? Ja, und für die, die es wollen, würde ich auch eine Winterabhärtung mit ihnen machen im See. Das ist, der Vierwaldstätter See ist wirklich kalt, denn er wird auch im Sommer meist nicht über 20 Grad. Das ist das Höchste der Gefühle. Mhm. Und jetzt im Winter sehr tief, ist und wird gespeist von Gletschern und so. Genau, Gletscherwasser. Ja, liebe Zuschauer, die Sendung rennt dem Ende entgegen. Sie sehen, die Einblendung ist schon da. Ich kann nur sagen, für mich war es wieder sehr, sehr schön, denn viele Informationen und Halbinformationen, die wir auch noch hatten, konnte man jetzt mal ein bisschen Licht da reinbringen. Und Sie sehen, das funktioniert. Das können Sie auch nutzen, wenn Sie in einer Problemsituation sind, dass Sie auch einen Handicap, eine Bewegungseinschränkung, Schmerzen oder andere Leiden haben. Probieren Sie es aus und dann merken Sie, gerade Dau-Yoga fördert die Selbstheilungskräfte unglaublich. Das habe ich bei mir auch gemerkt. Ich sage, Marianne Wengereck, vielen herzlichen Dank für den Besuch. Herzlichen Dank auch. Da auch vielen Dank, dass du dich getraut hast, zu uns zu kommen, Sabine. Und Norbert ebenfalls vielen Dank. Liebe Zuschauer, das war's für heute. Ich hoffe, Sie haben viel mitnehmen können. Einen schönen Abend Ihnen und eine gute Nacht. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Swiss Harmony, Ihr Hausharmonisierer.